würde Sie dann jetzt langsam bitten, den Weg freizumachen, damit wir mit der Pressekonferenz beginnen können. Dankeschön. Danke. Ja, herzlich willkommen zu einer Pressekonferenz mit einer Thematik, von der ich glaube ich sagen kann, dass wir sie uns alle nie gewünscht haben. Sie ist jetzt dennoch da und wir werden sie heute besprechen. Ich begrüße an meiner Seite Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Jürgen Klopp, unseren Cheftrainer, und Michael Zorc, Sportdirektor im Hause Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke möchte ich das erste Wort geben. Bitte, Aki. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Und wir haben in den letzten Tagen auf Initiative von Jürgen einige Gespräche geführt und haben dann die gemeinsame Entscheidung getroffen, dass der Weg, den wir jetzt 7 Jahre, glaube ich, mit unglaublichem Erfolg gegangen sind, dann jetzt am Ende der Saison zu Ende ist. Das hat uns drei, Jürgen, Michael und mich, auch sehr angefasst. Da können Sie mal sicher sein. Das waren Gespräche, wo man auch wieder feststellen konnte, dass wir alle auf der einen Seite das große Ganze beim BVB im Blick haben, denn dieser Club ist sicherlich was ganz Besonderes. Dass es aber für uns auch insgesamt natürlich schon deshalb sehr schwierig war, weil wir eben auch da wieder festgestellt haben, dass wir eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, die von extremem Vertrauen und Freundschaft geprägt ist. Und insofern war das natürlich für uns insgesamt sehr schwer. Und Jürgen, du kannst, glaube ich, sicher sein, nach diesen fantastischen Erfolgen, die wir zusammen erzielt haben, und dieser unfassbar guten Zusammenarbeit, dass dir der Dank aller Borussen, der ewige Dank aller Borussen, ganz sicherlich zuteil wird. Und das Einzige, was mich in diesen Momenten ein Stück weit auch tröstet, ist die Tatsache, dass unsere Freundschaft mit Sicherheit bestehen bleibt. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen im Prinzip. Danke, Aki. Jürgen, ich habe gesehen, dein Lachen hast du nicht verloren. Dein Kommentar bitte zu den Ereignissen der letzten Tage. Ja, also klar, erstmal. Niemand muss mir dankbar sein. Das ist bis hier und heute eine ganz, ganz faire Geschichte gewesen. Beidseitig viel investiert, beidseitig viel zurückbekommen. Vielleicht mal vorne weg. Ich glaube, dass es einigermaßen deutlich war, was ich in den letzten Jahren immer wieder gesagt habe, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr der perfekte Trainer für diesen außergewöhnlichen Verein bin, würde ich es sagen. Ich habe mich logischerweise in allen Phasen der Zusammenarbeit immer mal wieder mit diesem Thema beschäftigt, weil es, glaube ich, wichtig ist, sich immer mal wieder zu hinterfragen und die Situation zu hinterfragen. Und habe festgestellt, dass ich in den vergangenen Wochen und Tagen mir zwar nicht sicher war, dass ich es nicht mehr bin, aber ich konnte diese Frage auch nicht eindeutig mit Ja beantworten.
Und um der außergewöhnlich vertrauensvollen, freundschaftlichen Zusammenarbeit, die wir über die Jahre entwickelt haben, Rechnung zu tragen, habe ich es als meine Pflicht empfunden, das nicht nur für mich so zu empfinden, sondern eben auch Micha und Aki darüber zu informieren. Warum jetzt? Dafür gibt es einen einfachen Grund. Das hat ehrlich gesagt gar nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun, die, und da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, die mich im Moment, auch wenn wir heute über was anderes sprechen, immer noch viel mehr beschäftigt. Und, warum der Zeitpunkt? Einfach weil wir in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen darunter gelitten haben, dass verschiedene Entscheidungen ziemlich spät gefallen sind und wir nicht mehr reagieren konnten. Was die eine oder andere Entscheidung eines Spielers, den Verein zu verlassen, betroffen hat, was manchmal einfach nicht anders ging. Aber trotzdem haben wir dann gemeinsam immer festgestellt, dass wir durch ein bisschen Zeitdruck haben, und ich wollte diesen Zeitdruck nicht aufkommen lassen und habe dementsprechend, wie gesagt, haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich schwer das ist, wenn etwas so großartig ist wie das hier. Und man feststellt, dass man, und wie gesagt, nur auf die Zukunft bezogen, nicht auf die aktuelle Situation bezogen, nur auf die Zukunft bezogen, man sich einfach nicht mehr sicher ist, dass es richtig ist. Dann ist es das eine, das mit sich selber auszumachen, ist dann noch sagen zu müssen, das ist schon noch mal ein Schritt. Weil man weiß, dass damit etwas zu Ende geht, wo man sich ehrlich gesagt so als Mensch gewünscht hätte, dass es das nicht tun muss. Meine Trainerkollegen und ich, wir sind hier unglaublich gerne. Dieser Verein war großartig, als wir ankamen, und er hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt und ist dementsprechend noch viel großartiger heute. Und dementsprechend schwer fällt es dann zu sagen, man ist Profi und man muss so eine Entscheidung treffen. Es ist einfach eine Geschichte, wo ich glaube, dass sie absolut richtig ist, die Entscheidung, wirklich. Fern von irgendwelchen romantischen Gefühlen, was die Vergangenheit angeht, das ist alles schön, diese Erinnerungen werden uns immer bleiben, das ist großartig. Aber dieser Verein hat es verdient, im vom absolut 100%igen richtigen Trainer in diesem Moment trainiert zu werden. Und dementsprechend musste man dann diese Entscheidung treffen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass mir irgendeine Last von den Schultern gefallen würde oder sonst was. Es ist vor allem nicht so, ich habe die ganze Zeit übrigens nichts gelesen, aber heute Morgen, als ich dann erfahren habe, dass es jetzt doch ein bisschen zügiger geht mit der Bekanntgabe, habe ich ein bisschen was gelesen. Es ist nicht so, dass ich müde wäre. Es tut mir leid, dass ich ab und zu so aussehe, bin ich aber nicht. Ich habe keinen Kontakt zu einem anderen Verein, ich habe nichts in der Hinterhand oder sonst was. Ich habe aber auch nicht geplant, ein Sabbatical zu machen. Aber im Trainerjob kann es natürlich sein, dass ich es machen muss. Oder keine Ahnung, wie ein halbes freies Jahr heißt, weiß ich nicht. Aber das ist alles überhaupt nicht strukturiert, nichts ist geplant, nichts ist kalkuliert, nichts ist taktiert, sondern ich glaube, es ist einfach nur richtig und wichtig, dass wir das heute bekannt geben, sich jeder darauf einstellen kann, der Verein logischerweise planen kann, und wir dann diese Saison so überragend wie nur irgendwie möglich zu Ende bringen. Letzten Traum habe ich noch, der hier mit Borussia Dortmund zusammenhängt. Ganz davon abgesehen, dass ich natürlich allen hier
das allerbeste wünsche, jeden Einzelnen vermissen werde ohne Ende. Das Gefühl wird auch irgendwann noch viel stärker werden, wenn es dann wirklich soweit ist. Ich kann das heute noch nicht nachempfinden, weil ich, wie gesagt, noch voll im Thema bin. Aber der letzte Traum, den ich habe, ist logischerweise eine fantastische Tabellenplatzierung, die beste, die wir noch rausholen können. Und noch einmal mit gutem Grund auf dem Lastwagen, um Borsigplatz zu fahren. Das wäre ziemlich lässig. Wie gesagt, für Dankesworte empfinde ich es noch ein bisschen früh, dass ich die trotzdem empfinde. Kann sich jeder vorstellen, aber wenn diese Pressekonferenz rum ist, werde ich wieder voll im Paderborn-Thema sein. Also dementsprechend, wir haben noch richtig was vor, noch richtige Aufgaben, und dementsprechend halte ich es für Verabschiedung noch ein bisschen früh. Aber alle Worte, die ich irgendwann finden werde für die Zeit, die wir hier gemeinsam erleben durften, werden der Sache sowieso nicht gerecht werden. Also dementsprechend wünsche ich allen, die jetzt schon irgendwie über Abschied nachdenken, sich die positivsten aller Bilder ins Gedächtnis zu rufen. Davon gibt es nicht so wenige. Und dann darf man gerne mal einen Moment in Erinnerung schwelgen. Aber nicht vergessen, Samstag ist Paderborn. Dankeschön. Danke, Jürgen. Euch gab es in den vergangenen 7 Jahren nur zu dritt. Und deswegen geht das Wort natürlich auch an Michael Zorc, den Sportdirektor, bitte. Ja. Aki und Jürgen haben, glaube ich, schon viele richtige und vor allen Dingen auch emotionale Worte gefunden, denen ich mich zu 100% nur anschließen kann. Ich denke, wir haben in den letzten 7 Jahren modernes Fußballmärchen geschrieben, hier bei Borussia Dortmund. Mit dir, Jürgen, als Hauptakteur, als du 2008 zu uns gekommen bist, waren wir zwar im Pokalfinale, ich glaube, viele können sich noch gut an die Zeit erinnern, waren aber doch sportlich nicht in der besten Verfassung, und du hast diesem Club und auch mir persönlich viel Energie und Optimismus mitgegeben. Du weißt, dass ich dir dafür sehr dankbar bin. Ja. War auch notwendig. Ja. Ja, ich glaube, alle BVB-Mitarbeiter, vor allen Dingen natürlich unsere Mannschaft, sollten dir jetzt den Abschied in den nächsten Wochen bereiten, den du verdient hast und der vor allen Dingen auch diesen 7 Jahren gerecht wird, die wir gemeinsam jetzt miteinander gearbeitet haben. War für mich persönlich eine wunderbare Zeit der Zusammenarbeit. Und das geht, wie du es gleich schon auch gesagt hast, gleich am Samstag los gegen Paderborn, wo wir natürlich dann auch unbedingt den Abstand auf die unteren Tabellenplätze wieder vergrößern müssen. Aber es wäre für mich auch weitergedacht, auch eine, bei allen Problemen, die wir in dieser Saison hatten, eine enorme Leistung, wenn wir es noch schaffen würden, von Platz 18 im Februar vielleicht noch in die europäischen Ränge zu gelangen. Das wäre nochmal eine extreme Leistung von dir. Danke, Michael. Es gibt bestimmt Fragebedarf von Ihrer Seite. 2 Anmerkungen dazu vorher von meiner. Bitte fragen Sie alle Fragen nun. Es wird hinterher keine Einzelinterviews geben, übrigens auch in den kommenden Tagen nicht. Und wir werden heute keinerlei Fragen zu einem möglichen Nachfolger von Jürgen Klopp beantworten. Ich bitte da um Verständnis. Das gebietet alleine schon der Respekt vor diesem großartigen Trainer, dass wir uns heute nicht mit Dingen beschäftigen, die in der weiten Zukunft sicher ein Thema werden. Ich bitte um ein kurzes Handzeichen und dann sind wir schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Wir beginnen bei Stefan Schäuble, Sky Sport News HD. Herr Klopp, was hat Sie denn aus dem Umgang und Ihrer Arbeit mit der Mannschaft bewogen, jetzt diesen Schritt zu machen? Können Sie uns da konkrete Beispiele geben, wo Sie vielleicht gemerkt haben, da und da fehlt vielleicht in der Zusammenarbeit das ein oder andere Prozent? Oder war das nicht der Fall oder nicht ausschlaggebend? Ach,
Also da kann ich jetzt, gibt es nicht eine Sache, die da ist. Und wir haben auch wenn das am letzten Wochenende natürlich dann so aussah, als hätten jetzt irgendwie Kelly und ich ein Problem miteinander oder ich ein Problem in der Mannschaft, das ist überhaupt nicht der Fall. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern es geht darum, deswegen, ich rede nicht, keiner dieser Gedanken, also deswegen stand es auch nicht zur Debatte, irgendwie die Saison aufzuhören oder sonst irgendwas, sondern es geht tatsächlich darum, wie geht es weiter. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund tatsächlich eine Veränderung braucht, aber es gibt Unterschiede möglicher Veränderungen. Wenn ich hier bleibe, hätten sich viele, viele Dinge verändern müssen und unter Umständen nicht alles abschließend geklärt. Und wenn meine Position verändert wird, können viele Dinge gleich bleiben und der Rest wird automatisch anders. Ein großes Problem ist sicher gewesen, dass immer dann, solange ich hier bin, werden wir immer mit den vergangenen Erfolgen verglichen. Die Schritte, die wir gemacht haben in dieser Saison, waren nie groß genug. Waren immer so, dass es immer hieß, aber. Das war doch schon mal anders, der Fußball war doch schon mal anders. Und für Entwicklung brauchst du die Möglichkeit, kleine Schritte machen zu können. Der Verein hat eine fantastische Basis. Fantastisch, auch nach diesem Jahr. Wir müssen das jetzt richtig zu Ende bringen, aber da ist eine fantastische Basis da. Das ist ein toller Kader da sein, eine tolle Mannschaft da sein. Es kommen ganz junge, hochtalentierte Burschen nach, wo ich jetzt schon heulen könnte, dass ich sie nicht trainieren werde. Aber da kommen ganz, ganz tolle Jungs nach. Und dann wird von der Spitze weg werden andere Einflüsse auf sie zu ihnen oder andere Einflüsse auf die Mannschaft treffen. Und das wird allen gut tun. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin lange natürlich jetzt nicht mit mir gerungen, aber ich kann jetzt auch nicht, ich bin Wettkampftyp. Ich war sowohl auf dem Trainingsplatz wie auch am Spielfeldrand nie irgendwie mit Gedanken woanders. Aber es ist trotzdem ist es so, dass natürlich die Gedanken schon mal da waren, wenn es um die Zukunft ging. Und es ist eine Phase, in der die Saisonplanung stattfindet, logischerweise, für die neue Saison. Und in so einer Phase müssen verschiedene Dinge vollkommen klar sein. Und wenn ich da nicht völlig klar bin, dann können diese Planungen nicht richtig ablaufen. Und deshalb musste diese Entscheidung eben jetzt fallen. Aber es geht dabei nur um die Zukunft und nicht um das Jetzt. Probleme, die wir dieses Jahr hatten, die habe ich schon mal erklärt, auch wenn es den meisten meine Erklärung nicht gereicht hat. Ändert das im Großen und Ganzen nichts daran, dass es trotzdem meiner Meinung nach richtig ist. Und dementsprechend, wir haben jetzt noch ganz viel zu tun und es ist wirklich, muss ich jetzt für diese letzten Wochen keine Gedanken machen. Es gab nie einen Riss zwischen mir und der Mannschaft und den wird es jetzt auch nicht geben. Das ist nur eine Entscheidung ab der nächsten Saison. Und jetzt werden alle Kräfte gebündelt und dann die Saison zu Ende gespielt. Uli Klose, RTL. Jürgen, Sie haben eben gesagt, in dem Moment, wenn ich merke, dass ich nicht mehr der perfekte Trainer bin, würde ich sagen, das haben Sie auch öfter in Interviews gesagt, wie merkt man sowas? Fernab von Ergebnissen. Also geht damit, glaube ich, los, dass man die Frage öfter stellt, als es normal ist. Das ist ich bin ja relativ lange am Tag mit mir alleine unterwegs und dementsprechend denkt man über verschiedene Dinge nach. Und wenn man merkt, dass dieses Thema häufiger mal aufkommt, dann merkt man, dass es ein wirkliches Thema ist. So, das ist auch schon alles. Und in dem Moment, wo man einfach überlegt, wie geht es weiter, und ich möchte jetzt nicht päpstlich als der Papst sein, aber Fakt ist, dass mir der Verein unendlich wichtig ist. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich irgendwann für mich das Gefühl habe, dass es an mir liegt, dass es unter Umständen schwieriger werden könnte, dann würde ich das sagen. Und warum ich glaube, dass es mit mir schwerer geworden wäre nächstes Jahr, habe ich ja eben getan. In den positivsten aller Phasen haben wir immer darauf hingewiesen, was die ganze Geschichte mit dem Klopp-Team und der Klopp-Mannschaft ein bisschen unglücklich ist. Mag damals als Koketterie rübergekommen sein, war es allerdings nie. In den negativen Phasen ist es ähnlich ungünstig. Fakt ist aber, der Name Klopp in dieser Mannschaft, in diesem Verein war natürlich jetzt schon relativ groß, wurde nie der eigentlichen Bedeutung gerecht, aber das konnte man ja nicht mehr ändern. Und es geht jetzt wirklich darum, dass
dieser Verein die Möglichkeit einfach bekommt, das großartige Potenzial, das nach wie vor einfach da ist, auch wieder zu nutzen, ohne ständig mit der eigenen Vergangenheit, die ganz, ganz fantastisch ist, in der Entwicklung blockiert zu werden. Und dazu muss ein großer Kopf weg. Und das ist in dem Fall meiner. Da hat keiner eine Schuld dran oder sonst was. Das ist schon alles auch ein bisschen, was ich, Fluch der guten Tat, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist einfach so. Das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die wir hier schreiben durften. Und wie gesagt, zum Leben gehört es, dass man sich idealerweise ganz positive Geschichten anhäuft. Davon haben wir eine ganze Menge erlebt in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass es jetzt richtig ist, da eine Veränderung herbeizuführen, und deshalb haben wir uns darauf geeinigt. Anne van Eickels, WDR Hörfunk. Herr Watzke hat gerade gesagt, dass die Initiative von dir ausging. Hast du das mit dir selber ausgemacht oder hast du da mit deiner Familie drüber gesprochen, mit dem Umfeld, dass du diese Entscheidung treffen möchtest? Also, dass meine Familie jederzeit involviert war in meine Gedanken. Ging jetzt nicht in die allerersten, aber ansonsten in alle, denke ich, ist ja nachvollziehbar. Also, klar, wie jeder normale Mensch mit einem glücklichen Familienleben und großen Kindern bespricht man das dann auch in der Familie. Richard Leipold für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine Reihe zurück, genau. Herr Watzke, ich nehme nicht an, dass die Veranstaltung hier in dieser Form so geplant war. Wie wären Sie vorgegangen, wenn es diese Veröffentlichung heute Morgen nicht gegeben hätte? Das war eine reine Zeitfrage, weil wir eigentlich noch mal grundsätzlich auch noch ein finales Gespräch führen wollten. Dadurch, dass jetzt heute irgendwelche Spekulationen, dadurch haben wir das ein bisschen vorgezogen, aber das hätte... Grundsätzlich war das ein reines Zeitproblem. Also die Tendenz hatte sich abgezeichnet in unseren Gesprächen, und das finale Gespräch haben wir jetzt eben nochmal heute Vormittag geführt. Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten in der zweiten Reihe. Ja, Jürgen, inwieweit weiß die Mannschaft schon Bescheid und wie hat sie die Nachricht aufgenommen? Ich konnte die Zeitung lesen. Ich hatte keine Zeit, Sie darüber zu informieren, logischerweise. Und das wird jetzt gleich stattfinden. Ich kann das über Reaktion noch nicht sagen. Die letzten beiden Fragen bitte. Wir gehen zunächst hier in die zweite Reihe. Eine Frage. Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen Fluch oder Segen um Ihre Person auch, dass Sie in den Fokus gerückt sind, dass man das irgendwann auch nicht mehr aufhalten konnte, in Anführungszeichen. Dass vielleicht das auch ein bisschen diesen Schritt eingeläutet hat, jetzt zurückzugehen, aufzuhören. Ist das so ein bisschen vielleicht auch, dass sich die Mannschaft zu sehr hinter Ihnen und Ihrem Namen dann versteckt hat in vielen Situationen? Ein Grund auch dafür vielleicht? Nein. Also wir müssen eins, wäre es schön, wenn wir das schaffen könnten. Also weil es ist sehr ungewöhnlich, dass im Fußball eine Geschichte 7 Jahre lang geht. So. Und in so einer Geschichte passieren viele Entwicklungen. Manche sind sehr positiv, manche sind weniger positiv. Aber es gibt kein Fremdverschulden an dieser Geschichte. Also niemand, ob ein Spieler oder ein Verein, hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich am Ende keine andere Chance mehr hatte und jetzt zurücktreten muss. Es ist zwar nur Fußball, aber es ist ein extrem wichtiger Aspekt, erstmal im Leben aller BVB-Fans, dieser großartigen BVB-Gemeinde, dem muss man Rechnung tragen, der Verantwortung muss man sich stellen. Ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Und es ist logischerweise, geht es auch wir können nicht so tun, als wäre das Ganze nicht auch ein Wirtschaftsfaktor. So. Und jetzt geht es einfach darum, dass das Ganze, jetzt wird wahrscheinlich mal kurz ein bisschen wird's mal durchgerüttelt, jetzt wird mal kurz Berichterstattung geben und dann reden wir morgen ausschließlich über Paderborn. Zu anderen Dingen werde ich mich morgen nicht äußern, das ist schon wieder Pressekonferenz. Und dann können wir uns wieder um Sport kümmern. Und dann können wir davon ausgehen, dass die beiden hier eine ganz großartige Lösung auf die Beine stellen werden, und dann können alle wieder voller Vertrauen
an die Sache herangehen. Und es sind ganz viele traurige Menschen heute, die mir auch schon begegnet sind in 7 Jahren. Ich bin nicht aus Holz, entstehen auch Beziehungen zu unterschiedlichsten Leuten im Verein, zu den meisten sogar ziemlich gute. Und es hat keiner klatschend durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, ja, endlich hast du gesagt. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, ein bisschen neuer Wind hat jetzt gar nichts. Also ich bin ja nicht aus der Welt, also das ist ja nicht so, dass ich, also ich habe mir auch schon 3 Dauerkarten gesichert. Ja. An der Warteliste vorbei. Ja, ich hab nur 3 Dauerkarten mehr gesichert, weil ich dachte, vielleicht kriege ich die eine oder andere Freikarte dann auch noch, dann kommen wir, können alle mit. Und dementsprechend sind diese Beziehungen natürlich so wertvoll, dass das wird nichts verloren gehen. Aber jetzt geht es tatsächlich, jetzt geht es um den Verein und der ist größer als wir alle. Fertig. Der war immer größer als wir alle. Der wird immer größer sein als wir alle. Der hat so eine große Tradition. Das ist ein Verein, der seine Legenden jetzt zum Glück auch nochmal in einem Film geehrt hat, der nie vergisst. Und dafür bin ich total dankbar, dass ich daran teilhaben durfte. Und ich hätte das als Mensch total gerne behalten und sage, es ist cool, das Trainingsgelände wird immer besser. Wie gesagt, da kommen so viele tolle Jungs nach, das wird alles super. Aber wenn man es ganz, 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 ganz ehrlich reflektiert, dann habe ich festgestellt für mich, da muss eine Veränderung her. Und weniger für mich als mehr für den Verein. Und dementsprechend habe ich das kundgetan und in der altbekannten Art und Weise, ohne dass ich auf freudige Gesichter getroffen wäre, als ich es gesagt habe, haben wir uns besprochen und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich es dann auch tatsächlich aussprechen konnte. Aber jetzt ist es so und jetzt kann sozusagen die Zukunft beginnen. Alles gut. Aber nochmal, sich keine Sorgen machen, hier läuft nichts aus. Also erstens gibt es unsere sportliche Situation nicht her, aber ich bin auch nicht so drauf. Ich bin 0,0 müde. Diese Saison ist ein Riesenauftrag und den gedenke ich zu erfüllen. Wir kommen zur letzten Frage des heutigen Tages. Bitte schön, der Herr in der ersten Reihe. Mein Name ist Tillmann vom Handwerksblatt Düsseldorf. Herr Klopp, wir haben uns letzte Tage, Sie erinnern sich, vor dem Hotel, kurz vor Ihrer Abfahrt zum letzten Spielpokal getroffen. Und ich arbeite für im Grunde genommen die Wirtschaft in Brüssel. Und ich sage Ihnen, in Brüssel wird mir gesagt, du bist da aus Dortmund und was ist denn da mit dem Trainer? Das ist ja ein wunderbarer Trainer. Insofern diese ich dachte gerade, Sache wie kriegen wir jetzt die Kurve? Nein. Die Kurve ist so. Das Internationale, Sie werden beobachtet und Sie werden sich heute nicht äußern. Ich habe aber eine Bitte. Sie haben mir versprochen, und das darf ich vielleicht, dass ich eine Karte für meinen Sohn, den großen, großen kriege. Und das möchte ich heute auch noch einfordern, dass ich die Karte mit der Widmung für den David kriege. Danke. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne Ihr Selbstvertrauen. Das als letzte Frage in dieser Pressekonferenz, da muss ich schon sagen, also von mir aus können wir gerne noch eine stellen. Keine Sorge, mit der Frage schließen wir hin. Mit der Karte kriegen wir hin. Wenn noch jemand eine hat, wir gehen zu Dirk Rampe von den Ronalds. Ich habe noch eine. Ja, vielleicht eine Frage an Herrn Watzke. Wenn Sie schon nichts über Namen sagen wollen, in welchem Zeitrahmen hoffen Sie denn, einen neuen Trainer präsentieren zu können? Sicherheit vor Schnelligkeit. Es gibt die Tatsache, dass wir nichts über einen etwaigen Nachfolger sagen, impliziert auch die Zeitplanung. Gut, das ist ein trauriger Tag heute für den BVB. Jürgen, du hast gesagt, du bist ein Wettkampftyp, das schätzen wir alle total. Und ab heute geht es um die letzten hoffentlich 8 Spiele. Und die Anmerkung mit dem Borsigplatz, die nehmen wir gerne auf. Danke dir. Tschüss. Danke euch.